So, hallo, ja, was soll ich sagen? Eigentlich wollte ich Bubu machen, aber nee, komm, den einen Schrank machen wir noch, weil ich muss hier endlich fertig werden. Der Schrank ist leer. Hier habe ich jetzt selbstgemachte Sachen immer noch von euch und das ist mein Fimo und hier unten habe ich jetzt nur noch Acrylfarbe und ja, meine ganzen Folien und Papiere, also Bürosachen halt, ne? So, und heute machen wir diesen Schrank. Das ist mein Glitzerresin-Schrank. Und ich habe hier schon einen Karton, weil ja, da werde ich auch rigoros durchgreifen. Und dann schauen wir mal. Also, das hier behalte ich, weil das benutze ich auch für Schüttelsachen. Ich habe übrigens meine Fingernägel mir gekürzt. Nur mal so als Info. Ja, das behalte ich auch. Das ist nämlich ultra rar und das tut mir einfach zu weh im Herzen. Das ist von Hobby Lobby. Irgendwann trenne ich mich davon vielleicht mal, aber erstmal nicht. Brettermann, Farbpaste weiß behalte ich auch, weil vielleicht mache ich irgendwann mal Resin und dann brauche ich die. Ja. Das sind die ganzen Hobby-Lobby-Glitzer-Dosen. So. Dann die hier, weil die habe ich ja noch von Hobby Lobby. Das kommt weg. Hier ist Hologrün. Boah, ist schwierig. Den goldenen behalte ich auf jeden Fall. Den Hologrünen, der ist halt auch grob und alles. Der kommt mal auf den vielleicht Stapel. Den silbernen behalte ich, weil Silber ist universell. Das hier ist von meinen eigenen Farbmixen. Die behalte ich auch mal, weil wenn ich halt mit Resin anfange, dann brauche ich ja schon einen gewissen Vorrat an Glitzer. Das, wie gesagt, das sind meine selbst gemixten Sachen. Ja, die ganzen halt. Aber keine Panik. Ich behalte natürlich was, aber gleich kommt schon noch ordentlich, was ich aussortiere. Den hier behalte ich natürlich. Den hatte ich mal in einem Kilo gekauft. Der war auch mal teuer, 50 € oder so. So, irisierend weiß behalte ich auch. Der hier, der ist auch mal. Woher ist der mal? Weiß ich nicht. Kommt weg. Der rote kommt weg. Weiß behalte ich. Gold kommt weg. Hier ist nochmal Hobby Lobby. Und nochmal Hobby Lobby. Hier ist nochmal ein bisschen davon und nochmal ein ganzes davon. Auch Hobby Lobby. Ja, wobei das jetzt. Ja, aber wie gesagt, da hängt mein Herz dran. Hier Gold behalte ich auch mal. So. Dann hier Grün. Das waren mal 350 Gramm Dosen Grün. Kommt weg. Den hier behalte ich. Das ist so ein schönes Türkis. Der kommt. Ah, schwierig. Ach, komm. Weg. Ja, den würde ich behalten. Das nämlich so ein schönes Rot. Hier ist ein Mixbecher. Der kommt weg. Ja, ich benutze halt Glitzer auch für meine Fingernägel. Deswegen möchte ich halt nicht alles abgeben. Hiervon werde ich mir gleich noch was abfüllen. Dann kommt der weg. Hiervon werde ich auch noch was abfüllen. Dann kommt der weg. Und hiervon werde ich mir abfüllen. Silber kommt komplett weg. Rot kommt komplett weg. Also der ist ja noch halb voll. Also 120 Gramm oder so sind bestimmt da noch drin. Hiervon werde ich mir abfüllen, dann kommt der weg. Okay, dann fülle ich mir auch nur hiervon ab und dann kommt der weg. Obwohl sind das die gleichen Farben. Ja, schon Farbunterschied. Okay, da fülle ich mir dann ab in meine Döschen, in meine Pipidosen. Der hier fülle ich mir auch ab. Und Gold kommt komplett weg.
So, dann fülle ich mir mal gerade ab und dann sehen wir uns gleich wieder. So, überall habe ich mir jetzt abgefüllt. So, dann habe ich hier mein Schächtelchen mit Fimo-Canes nach Obst geordnet, nach Figürchen, nach Blumen und unten sind, glaube ich, alles Herzchen. Die kommen woanders hin, aber die behalte ich. So, das ist mein geliebter, meine geliebten Flakes, die behalte ich auch. Kann man zwar immer wieder neu kaufen, aber wie gesagt, das ist was, was ich auch für meine, ich mache mit Laminierfolien und der Fuse Tool so kleine Schütteltäschchen. Deswegen brauche ich da halt immer eine große Menge von. Und wäre Quatsch, wenn ich das aussortiere und dann wieder neu kaufe. So, hier, das ist so eine Sache, da bin ich am Überlegen, ob ich es abgebe. Da habe ich mir mal für Resin gekauft. Das sind eigentlich Haarsträhnen wohl. Das sind hier so ganz feine Fäden in irisierend. Aber die kann man halt auch für Fingernägel benutzen. Ich werde mal schauen, ob ich hiervon was abgebe und wenn, welche Farben. Bin ich mir noch unsicher. Oder hier, den behalte ich auf jeden Fall. Das ist so ein Vorhang. Der war auch mal echt teuer. Ja, da schaue ich dann mal. So. Das hier ist so eine Rarität für mich. Das war so mein erster Glitzer, wo ich noch gesammelt habe. Der ist von alles von EFCO, aber der wird dann auch, denke ich mal, komplett fliegen. Das hier ist sogar auch mal von Swantje, als ich damals mit Swantje getauscht habe. Das ist so Deko-Sandzeug und hier ist nochmal so Crushed-Eis von Deko-Eis von EFCO. Werde ich mal durchschauen, wie wichtig es mir ist. So, dann habe ich hier die Dinger. Das sind Glassplitter aus Ikea, so Spiegel-Dinger. Die kann man super eingießen, aber oder als Deko auch für Blumen. So, und davon werde ich auf jeden Fall zwei Dinger abgeben und die sind echt schwer. Und eins werde ich mal behalten, weil ich weiß ja nicht, ob ich irgendwann mal wieder gieße. So, die gebe ich ab. Das ist eine Form, aber ja, die ist schon ein bisschen verbeult, aber die kommt halt als Geschenk dabei. Aber bevor ich es wegwerfe, kann jemand anderes die halt noch gebrauchen. Hier, das hier sind Perlen ohne Loch, auch zum Eingießen oder so. Da habe ich mich aber auch schon mal früher von vielen getrennt und die bleiben, weil kann man auch mit Nagel-UV-Gel, ich mache ja kein UV-Resin, sondern ich mache es dann mit Nagelgel, die kann man halt auch super dafür verwenden. Ebenso die hier, das sind Acrylrohlinge. So, hier ist noch so eine Form. So, und das hier, das gebe ich, denke ich mal, relativ komplett weg. Das sind lauter diese Mikroperlen von Ideen mit Herz. Irgendwo habe ich bunt gemischte, die würde ich dann behalten. Also das sind, ich weiß nicht, ob ihr es seht, hier, das hier sind alles Silber-Goldene, Silber-Gold-Bronze. Da hatte ich auch mal viel, viel mehr von. Da habe ich mich auch von so vielen getrennt. Und ja, braucht man halt zum Resingießen oder schaut mal. Eigentlich, wenn man sich die so anguckt, ist ja wirklich fabelhaft, ist ja komplett die Regenbogen-Range, ne? Aber ja, die sind echt schön. Aber für was anderes, außer für Resin, kann man es jetzt nicht unbedingt gebrauchen. Für Nägel halt noch, ja, aber dann gebe ich es halt wirklich jemanden, der Resin gießt und der hat da viel, viel Freude dran. Deswegen kommt das weg. Das stelle ich mal hinter mich. So. Und hier habe ich noch welche. Die sind aus Glas und durchsichtig von EFCO. Auch in Regenbogenfarben. Ja, ich schaue mal. Vielleicht behalte ich dann Hitty hier. Aber weiß tue ich raus. Obwohl weiß kann ich einfärben. Ich schaue mal, wie sich es entwickelt. So, und hier in dem Karton ist doppelter Glitzer.
und noch mehr von diesem Deko-Schnee. Den gibt es übrigens zur Weihnachtszeit im Depot, nicht im Depot, im Kodi ganz billig. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt drin ist, wie viel Gramm, steht auch nicht drauf. Auf jeden Fall ist der nur aus Folie und nicht irgendwie Kunstschnee gemischt mit Zeug. Also der ist quasi wie aus Teddy, 55 Cent. Da gab es den mal in rosa, in rot. Ich habe halt auch so viel von dem weißen, weil ich die halt gerne mit Alkohol einfärb und weil weiß halt immer geht. Hier ist mal aus dem Kunstschnee-Shop. Der ist teuer. Den muss man vor allen Dingen Abgabemenge mindestens ein Kilo. Aber wie ihr seht, der ist wie aus dem, ungefähr wie aus dem Kodi. Der aus dem Kodi ist sogar noch gröber als der. Ja, aber das brauche ich, da hängt auch mein Herz dran. Und es ist egal, wie oft ich den habe, weil den werde ich auf jeden Fall im Laufe der Jahre, werde ich den verbasteln. Den behalte ich auch, ist ein goldener. Ja, da ist nochmal ein weißer. So, und das hier sind dann jetzt nochmal Glitzer. Hier ist noch ein bunter Glitzer. Hier sind Holo-Glitzer. Ja, die habe ich noch zweimal. Aber die verwende ich auch für die Nägel. Ne? Das ist auch Nagelglitzer. Hier ist nochmal so eine Holo-Packung in Grün. Muss ich mal schauen. Hier auch nochmal so ein Nagelflitter-Glitzer-Zeug. Hier so Glitzer-Sortiment. Muss ich dann mal schauen. Hier ist Ideen mit Herz. Das ist so Hexagon. Glitzer, ich glaube, den gibt es aktuell auch nicht mehr, aber die können dann auch fliegen. Die habe ich auch noch in anders. Also es gibt da einmal Hexagon und einmal irgendwie so Rauten oder so. Hier ist noch mein guter, den behalte ich aber auch. Da führt kein Weg dran vorbei, mein guter Martha Stewart. Das ist so Folie. Da, das ist der von Folia, den habe ich noch zweimal. Hier sind die Stäbchenglitter, die es auch nicht mehr gibt. Ja, schaue ich mir dann mal in Ruhe an. Räume ich mal gerade wieder hier rein. Ziel ist, dass ich für den Glitzer höchstens noch ein Regal benutzen möchte. So, die gibt es im Woolworths. Hexagon-Glitter. Die hier, die gab es mal im Action in anderen Farben, aber auch der hier ist jetzt aus dem Kit, die behalte ich aber auch. Ja, den auch, das ist eine andere Farbgebung, aber hier die doppelten, die gebe ich dann auch weg. Die kann man halt trotzdem super für Schüttelkarten benutzen, aber was weg ist, frisst weniger Platz. Ne? So. Dann habe ich hier noch ein Sammelsurium mit Spezialglitzer. Schwarzer Holo-Glitzer, schwarzer Hexagon, muss ich in mich gehen. Das kann ich so jetzt auf die Schnelle nicht entscheiden. Hier sind nochmal Glitzer-Dinger. Boah, ich habe auch noch ganz viele leere Glitzer-Döschen und so. Also wer daran Interesse hat, die gebe ich auch ab. So, hier haben wir doch auch hier dieser teure Spezialglitzer. Den behalte ich auf jeden Fall, weil der ist so ultra fein. Den kann man dann für die Nägel nutzen. Hier ist nochmal sowas. Ja, okay, dann gebe ich vielleicht doch mal ein bisschen weiß irisierenden Glitzer ab. Was zu viel ist, ist halt auch zu viel. Hier, das ist nochmal das, was in dem großen Karton war. Hier, das ist auch Ideen mit Herz. Die behalte ich für die Nägel, wie gesagt. Ja. Oh, ich merke, dass mir der Glitzer doch schwerer fällt, als ich gedacht habe. Weil Glitzer ist halt was ich echt auch lange gesammelt habe von überall her und was teilweise echt auch nicht leicht zu bekommen ist. Und vieles auch teuer von Ali. Auch Glitzer ist bei Ali teuer, ihr Lieben. Ja, das sind meine ganzen Shapes, die behalte ich auch restlos alle. Also da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Die behalte ich. Die sind mal aus dem Tee. Die gibt es auch aktuell. Hier sind Pailletten mit T-Shirts und Schleifen. Ja, aber die kommen weg. Hier die Schneeflocken kommen weg. Ja, also auch Pailletten sortiere ich auf jeden Fall aus.
Hier, die gab es auch mal beim Action. Ach, ganz, ganz früher gab es die. Hier sind schwarze Sterne. Schwarze Sterne. Ja. Ich muss da in Ruhe durchgucken. Hier haben wir nochmal von denen. Boah, ist schwierig. Ist wirklich schwierig, muss ich sagen. Ne? Da hadere ich jetzt schon mit mir selbst. Naja, und hier ist nochmal ein Sammelsurium, nochmal irisierender Glitzer, nochmal Stäbchen. Das hier sind meine ganzen, die sind zum Beispiel alle aus Ali. Das ist nochmal Kick. Die sind alle aus Ali und ultra schön und ultra funklig. Und hier ist nochmal Folia, nochmal Efco, nochmal Martha Stewart Shapes. Und hier sind nochmal so Schüttelkarten-Sachen und Fimo Shapes und ja, alles mögliche. Ich wollte hier jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Hier ist noch Nagelflitzer. Ah, und darunter, das ist mein ganzer Holo-Flitzer, der auch echt teuer war. Auch aus AliExpress Holo-Glitzer in allen verschiedenen Farben und mit der Körnung 0,4. Also ganz, ganz dusty, ganz, ganz klein, auch für die Nägel halt super. Hat da eigentlich auch nichts verloren, weil das ist tatsächlich Nagelglitzer, den ich als Nagelglitzer verwende. Ich tue mal gerade weg. So, und jetzt kommen wir zu ganz vielen Pailletten, das weiß ich. Hier ist alles voller Pailletten. Ja, und hier musste ich auch halt unbedingt mal dran, weil die hier zum Beispiel habe ich auch noch woanders. Und da sortiere ich auch aus, mit welchen ich dann eher bastel, mit welchen ich eher weniger bastel. Hauptsächlich für Schüttelkarten sortiere ich dann in Ruhe aus. Kommt auch mal zur Seite derweil. Hier sind ein paar so Spezialsilikonformen. Ich gebe nicht alle Silikonformen ab. Also die hier behalte ich zum Beispiel, weil das ist mal eine Muschelschale. Ich möchte auch gerne noch mehr Schalen tatsächlich kaufen, weil irgendwann mache ich vielleicht mal wieder Resin, beziehungsweise es gibt ja auch noch andere Gießmassen, die man mit Wasser anrührt. Hier ist eine Schale oder hier ist ein Elefanten-Handyhalter. Und da ist ein Grinder. Und ja. So, das hier ist auch, wie macht man den auf? Nicht, dass ich den so mache. Das ist auch alles Pailletten, ganz viele Mische, hier, den kommt schon mal weg. Also alles, was so mit Weihnachten zu tun hat, außer ein paar Blöcke, habe ich tatsächlich auch aussortiert, weil das ist halt ein Thema, was man einmal im Jahr braucht. Und ich habe all die Jahre mir vorgenommen, Weihnachtskarten zu basteln und habe all die Jahre, wenn es hochkommt, 5 Weihnachtskarten gebastelt. Und deswegen rentiert sich das für mich einfach nicht. Deswegen ist für mich das Thema Weihnachten was, was eigentlich komplett weg kann. Und die Weihnachtsblöcke, die ich behalten habe, das sind auch Blöcke, die man auch im Winter benutzen kann und nicht nur pur Weihnachten. Und ja, hier sind nochmal so Spezial-Silikonformen. Das ist ein Sortierkästchen mit Deckel, das auch Aschenbechern ist. Das sind, wie gesagt, die Sortierkästen. Hier sind ein paar Puzzleteile. Ja, die sind mir auch heilig. So. Hier haben wir, kennt ihr die noch? Die sind auch aus dem Action. Aber denke ich mal, dass die aussortiert werden. Hier sind nochmal Sondersilikonformen. Hier sind auch meine Matten, die man mit Pasten verwendet und Kämme und so. Ja, da gehe ich vielleicht doch mal durch. Und schauen wir dann mal. Hier, das sind nochmal so Sondersilikonformen, Häschens und so. Da gehe ich dann auch mal durch. Ja, das ist halt, das dauert. Gestern zum Beispiel, Donnerstag, habe ich auch was gemacht, aber nicht gefilmt, weil da habe ich halt hier die Sachen, die da drin waren, halt alle aussortiert. Und das dauert halt, ne? Das Sachen aussortieren, verpacken und so, das dauert alles.
So, das hier sind meine ultra genialen Formen von Molded from Love und Rock Bunny oder wie auch immer. Und die gebe ich auch nicht ab, weil die waren arsch teuer. So eine Form kostet locker 10 Euro, wirklich ungelogen. Und ja, das war damals ein Etsy-Shop. Ich weiß gar nicht, ob es die heutzutage noch gibt. Das war zu meiner Anfangszeit und ja. Schaue ich dann mal. Hier schaue ich auch mal durch. Das sind auch viele selbstgemachte bei teilweise Dosen und Einkaufswagenlöser. Hier, die kommt zum Beispiel weg, aber die kommt halt als Geschenk. Wie gesagt, die sind teilweise schon benutzt und deswegen kann man sowas eher nur noch verschenken. Die hier vielleicht behalte ich. Ich muss alles da in Ruhe durchgucken. Das sind noch Perlenformen. Ja, das ist schwierig mit dem ganzen Silikonscheiß, ne? Also mit dem ganzen. Das nimmt alles Platz weg. So, jetzt haben wir es aber gleich. Hier ist nochmal die blaue Variante. Und hier haben wir nochmal Nail Art Glitzer. Blumen. Ja, das wird ein schönes Resin-Paket, würde ich sagen. Also, schaue ich mal, was wegkommt. Hier sind nochmal Sondersilikonformen. Hier Cover für Bücher. War die schon immer so labbrig oder haben die sich verändert? Ich glaube, die war schon immer so. Hier sind selbstgegossene aus Halloween-Stickern vom Teddy. Hier, das ist auch eine selbstgegossene, das war mal so ein Lolli. Das ist Oyumaru, das kann man immer wieder mit kochendem Wasser immer wieder neu formen. Nochmal ein Schälchen, Dose, wie auch immer. Ja. Und wir kommen zum letzten. Das ist auch mal von Ideen mit Herz, auch ultra rar. Das ist Glitzer in sämtlichen Farben. Ja. Den gebe ich dann, denke ich mal, auch so ab, wie er ist, weil dann hat jemand, der anfängt, direkt alle Farben und hat, wenn er bei mir das Paket dann letztendlich kauft, ich weiß noch nicht, ich weiß noch keinen Preis, ich mache, wie gesagt, nochmal am Ende meiner Aufräumaktion wird es ein separates Video geben, wo ich alle verschiedenen Pakete, also Sonderpakete, neben den Überraschungspaketen nochmal zeige mit Preisvorstellungen. Aufgrund dessen kann man mir eine E-Mail schreiben. Ich führe jetzt aktuell schon eine Liste, nur zum Überblick, wer letztendlich Interesse hat. Aber die Liste ist auch schon lang. Also ich denke, ich werde nicht so viele Pakete packen können, wie ich jetzt schon Interessenten habe. Aber nur mal so zur Info. Genau. So, dann schaue ich mir das jetzt hier in Ruhe an und ich schaue mal, was ich dann heute sonst noch so filme. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und dann, ja, immer weiter und dann, ja, vielleicht sehen wir uns heute noch, vielleicht morgen oder so. Schauen wir mal. Also, tschüss.